Aus der Flensburger Brauerei kommt heute ein Bier, das kannte ich persönlich noch nicht, kann aber damit zusammenhängen, dass es erst nach meinem Umzug nach Wien rausgekommen ist. Welches Bier das ist und wann es rausgekommen ist, das klären wir alles in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir heute mal wieder an die Nordseeküste geht und da ein Bier verkosten möchtet, das, dessen, ich sag mal, Pilsener Bruder, der war sicher schon in aller Munde und hat durch den Werner-Comic einfach Kultstatus erreicht. Die Rede ist vom Flensburger Pilsener und von denen habe ich heute das Kellerbier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gehört gehabt. Bis vor kurzem zumindest. Und das liegt daran, dass dieses Bier erst seit 2007 am Markt ist. Und ich bin ja 2004 quasi ausgewandert hier Richtung Wien. Und da habe ich so ein bisschen auch den direkten Kontakt in die Getränkemärkte in Deutschland verpasst und dann möglicherweise auch nicht mitgekriegt, dass die Flensburger Brauerei ein Kellerbier braut. Und sie scheinen es offensichtlich ganz gut zu machen, denn beim Meininger Craft Beer Award 2019 haben sie zumindest Silber dafür bekommen. Liegt auch möglicherweise an diesen sagenumwobenen Zutaten wie die genauso sagenumwobene Küstengerste, die hier natürlich auch drin ist und auch ein bisschen natürlich am fränkischen Spezialmalz. Auch das ist reingekommen. Ich gehe mal davon aus, dass die Firma Weiermann da ihre Finger mit im Spiel hatte, weil fränkisches Spezialmalz, was soll es da noch anderes geben? Technische Daten zu diesem Bier. Es hat pilztypische 4,8 Volumensprozent, 21 Bittereinheiten und was sind wir hier von den Zutaten? Da sehen wir jetzt hier gar nichts. Wo steht es denn drauf? Es muss doch irgendwo, muss doch auch draufstehen, was drin ist. Fragen? Ja, Fragen. Zutaten. Gott. Es steht einfach zu groß drauf. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Ja, also. Mit dem Bügelverschluss-Keramikteil sage ich euch wahrscheinlich auch nichts Neues. Und jetzt, Achtung. Oh. Der hat ein bisschen festgehauen und hat dafür hier eine kleine Sauerei veranstaltet. Na gut. Ab dafür ins Glas und jetzt bin ich sehr gespannt, wie viel Keller denn hier so im Flensburger steckt. Also, naja. Also, jetzt sind wir mal nicht päpstlicher als der Papst. Das ist mal eine ordentliche, leichte Trübung, hat eine schöne, ja, das ist eine, also ganz ehrlich, das ist eine kupferne Farbe. Hm? Der Schaum, so einen leicht cremig-beigen Einschlag. Und ein bisschen Kohlensäure sieht man dann auch aufsteigen. Die Poren nicht ganz so fein beim Schaum, was die Nase sagt. Oh, das ist jetzt nicht zu üppig. Aber es ist in jedem Fall mal sehr getreidig. So eine ganz leichte Hefenote ist mit dabei. Was ich mir weniger einbilde, ist so eine leichte Karamellnote. Das mag natürlich auch am fränkischen Spezialmalz liegen. Ja, das hat so eine dezente kräutrige Hopfennote. Die arbeitet sich auch so ein bisschen an diesem Karamell also vorbei. Aber das ist, wirkt jetzt mal nicht so unangenehm. Wobei, sehr zum Wohl. Cheers. Wir schauen einfach mal. Also, definitiv schöne Hefenote. So eine schwache, kräutrige Hopfenbittere. Was mir sofort auffällt, ist das ein ganz, die schießt da wie so ein Pfeil raus, so eine Zitrusnote. Und zwar so ein bisschen Limette ist da mit dabei. Es ist auch relativ dünn im Mund. Getreidiges Malz, Karamell, alles mit dabei. Aber wie gesagt, dieses Mundgefühl, das ist einfach relativ dünn. Und das erwarte ich mir ja beim Kellerbier eigentlich, dass da so ein bisschen auch so ein weiches Mundgefühl sich einstellt, dass es auch so ein bisschen sich an den Gaumen legt und dass das wirkt jetzt irgendwie so wie ein bisschen ein verdünntes Kellerbier. Na, was mal so, ja. Kaum Herbe auch mit dabei. Ein bisschen Honigsüße. Aber es ist einfach so relativ süßmalzlastig und nur im Hintergrund so eine dezente Würze und ja, vom Körper her einfach ein bisschen zu schwach auf der Brust. Hat auch für meinen Begriff eher einen schlanken bis mittleren Körper, mittlere Kohlensäure. Eine glatte, dann wiederum sehr süffige Textur.
aber halt einfach sehr verwässernd. Und das merkt man insbesondere hinten im Nachtrunk. Es wird ein bisschen bitterer. Das liegt aber daran, dass sich einfach dieses Hellmalzige so ein bisschen abnutzt gefühlt und die Bittere jetzt einfach ein bisschen mehr Bahn kriegt und dann aufgrund dieses dünnen Körpers halt einfach auch wenig da ist, was dagegen arbeiten kann. Leichte Fruchtnoten, bleibt aber hauptsächlich so im Zitrusbereich. Ein bisschen getreidig, ein bisschen hefig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es jetzt auf ein Kellerbier abgesehen habe, mit fränkischem Spezialmalz und Küstengerste, würde ich am liebsten auf die Küstengerste verzichten und würde mir wahrscheinlich ein fränkisches Kellerbier besorgen und hierauf dann, glaube ich, jetzt nicht unbedingt zugreifen. Trotz alledem, das Kellerbier aus der Flensburger Brauerei von ProbierTV gibt es dafür 3 von 5 möglichen Punkten für das Kellerbier aus dem hohen Norden der Flensburger Brauerei. Und natürlich gibt es auch im hohen Norden relativ wenig Kellerbiere. Insofern muss man das ja auch schon mal dann lobend erwähnen. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst und noch keins habt. Und wenn ihr irgendwas über das Bier loswerden wollt oder über den Kanal Wünsche loswerden wollt oder irgendwas sonst mir sagen wollt, schreibt es auch unter das Video. Und dann freue ich mich auf das nächste Video mit euch. Wird morgen schon der Fall sein. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.